Und damit herzlich willkommen, Freunde, zum neuen Let's Play, yay! Und zwar von Aerofly FS 2, dem Flugsimulator, yay! Den will ich euch mal ein bisschen vorstellen. So, dafür habe ich mir nicht extra so ein Steuergerät hier gekauft, so mit Schubkontrolle heißt es ja, und ja, so ein Steuerknüppel da. Ich kann den ja mal kurz hochhalten, hier. Ja, es ist ein Riesenteil, ey, das ist von Trust und ich weiß nicht, hat gute Benotung bekommen, bei Amazon habe ich das Teil bestellt, deswegen möchte ich das jetzt mal alles ausprobieren. Das ist quasi blind für mich, ich kenne das Spiel nicht oder Flugsimulatoren allgemein nicht wirklich, das ist mein erster. Aber ich habe Interesse daran und deswegen wollen wir das mal ausprobieren, so. Und hier rechts geht es dann schon los, da ist Start, die Flugschule gibt es zum Lernen halt, da habe ich auch kurz reingeklickt. Da kann man dann, so, ich kann es ja mal kurz anmachen, so, hier sieht man ja schon, links, Längsneigung steuern, zwei Sternchen habe ich von drei erreicht. Also schlecht ist das nicht für mein erstes Mal fliegen. Oben rechts seht ihr, in der Flugschule gibt es 21 Sachen, die ihr dann da erfüllen müsst, ne, zum Trainieren. Und zwei davon habe ich mal reingeschnüffelt. Und dann kommen wir schon zu Flugzeuge. Da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es eine ganze Menge, da könnt ihr dann mit dem Mausrad hin und her auswählen oder halt gedrückt halten und dann hin und her ziehen, ne. Schauen wir mal kurz einmal durch. Segelflugzeuge. Ja, wie gesagt, ich bin der Flugleiter, ich kenne mich damit nicht so aus, aber es sieht schon geil aus. Früher wollte ich immer so Modellflieger werden, so, ne? So diese riesen Modellflugzeuge, da habe ich mich immer für interessiert und ja, ist aber so ein teures Hobby, ne? Wenn man da mal einen Fehler macht, dann ist das Ding meistens gleich komplett hin, ne? Und also ein sehr teures Hobby so. Deswegen bin ich dann doch lieber Let's Player geworden. Da kann man mehr Unsinn machen, ohne dass man da ständig dann neu investieren muss. Wir wollen ein schickes Flugzeug, habe ich mir eben schon ausgesucht, und zwar die F-18. Die nehmen wir. Achso, hier kann man noch die, also das Aussehen ändern, ne? Diese Lackmodelle oder wie nennt man das? Lackmodelle, Quatschkram. Jedenfalls nehme ich das Ursprungsteil. Boah, da gibt es doch eine ganze Menge, ne? Den hier nehme ich mal, obwohl. Ne, der ist besser. So, 16 Flugzeuge haben wir. Der Kloß im Hals gehört immer mit dazu. Wir wollen den Startplatz einrichten. Den habe ich auch schon mal vorgewählt. Also da kann man dann hier so eine Map mit dem Mausrad kann man dann hochzoomen oder runterscrollen. Wir befinden uns jetzt gerade Amerika, Westamerika, Und da könnt ihr dann halt eingeben, ne, welche Höhe ihr startet. Oder die Route, die jetzt schon programmiert ist. Ich habe die schon vorher eingegeben. Unter Navigation. Und da sehen wir das dann schon hier rechts. Zeigt er uns dann auf, wo es denn hingeht. Ne? Wir können hier mehrere Punkte vergeben. Und ja, die Strecke möchte ich jetzt mal mit euch fliegen. Ist meine erste Strecke. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Einstellungen gibt es noch kurz. Kamerasteuerung, Fluginformationen. Ich habe jetzt alles so gelassen, ne? Von den Grundeinstellungen her, wie es halt ist. Ich habe hier nichts rumgesteuert oder so. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt unbedingt brauche davon oder so. Deswegen lasse ich jetzt alles im normalen Ursprung. Das Controller-Setup sieht natürlich ziemlich kompliziert aus. Tollerweise hat sich, da unten steht ja mein Dings hier, mein Gerät, mein Steuerknüppel, den ich gerade benutze. Der hat sich auch irgendwie automatisch hier eingestellt, das finde ich ganz gut. Und wenn ich jetzt hier am Knüppel so dran rumdrehe, ja, dann kommen da schon oben schon die Ausschläge, ne. Gas ist im Moment neutral, wenn ich jetzt hochgehe, ne, Plus, dann Minus, da habe ich gar nichts eingestellt, das ging alles voll automatisch, also ganz locker easy. Ansonsten, ja, vorher müsst ihr dann natürlich ein bisschen dann reinschauen, was was ist. Ich habe eben auch gelernt, dass mein Fahrwerk hier der Knopf ist, ne. Und muss man einen Augenblick drauf gedrückt lassen, damit das dann auch umgesetzt wird im Spiel, ne? Dann haben wir noch den Punkt Sicht zum Beispiel. Das kann man wirklich viel, viel einstellen. Autopilot. Ich habe jetzt hier nichts Besonderes eingestellt, eigentlich gar nichts. Das ist alles Standard, so wie es war. Man kann da so viel mitmachen. Ich als Laie bin da schon ein bisschen überfordert teilweise. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da so alles eingeben kann, was mir jetzt so persönlich voll,
weiterhelfen würde, keine Ahnung. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so, wie es halt ist. Hier kann man das Simulationsverhalten wohl noch einstellen. P wie Pause, Fluginformation, I, Flugkarte M. Schnell hochsetzen, weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Aber gut, da ist auch nichts gesetzt, deswegen ich lasse mal jetzt alles so, wie es halt ist, ne? Und Landmarken, ja, Screenshot machen. Und was ist das? Menübedienung, ausführen, return, zurück. Ja, Standard halt, ne? So. Kommen wir noch zur Grafik, die habe ich so eingestellt. Höchste Auflösung, Synchronisation hier habe ich auf an. Dann gibt es auch weniger diese Grafikfehler und sowas, ne? Die Grafikqualität an sich habe ich auf Ultra stehen. Aber ich glaube, das war auch schon so vorgegeben vom Spiel. Hat sich so wohl automatisch angepasst, ne? Sonstige kann man die einstellen, die Zeit für den Neustart, wenn man mal abgestürzt ist. Das ist standardgemäß wohl auf 3 Sekunden. Ich bin aber noch nicht abgestürzt, also schauen wir mal. Und dann haben wir noch den Punkt Wettereinstellung. Und da kann man Uhrzeit einstellen. Das ist jetzt alles so voreingegeben, ne? Ich kann jetzt hier noch ein bisschen dran am Rad drehen, hätte ich fast gesagt. Aber ich lasse es halt so, wie es halt ist, ne? Ui, mein Bordcomputer antwortet schon. Er sagt, er will langsam starten. Dann haben wir noch die Windstärke, Richtung, Turbulenzen. Das lasse ich auch alles so eingestellt, wie es jetzt ist, ne? Und hier Sichtweite und die Wolkenform kann man da einstellen. Also für Profis und so, da gibt es eine Menge, was man da dann ausprobieren kann, ne? Aber ich als Laie jetzt, wie gesagt, ich will einfach erstmal meine erste Flugstunde machen. Und zwar nicht in eine Flugschule, sondern gleich loslegen. Deswegen drücken wir jetzt auf Start. Das hört sich das schon mal geil an, ne? Ey, der rollt das schon wieder los. Oh, ich habe meinen Steuerknüppel ja schon an. Uiuiui, das war wegen der Testeinstellung. Komme ich hier schon gleich eine Bedrohle und fahre da gleich noch den Rasen rauf. Uiuiuiui. Wir dürfen ja nicht zu schräg kommen, dann klappt der Flügel da hoch. Auf dem Gras. Uiuiuiui, das war doch knapp. Aber gut, wir leben noch. Und jetzt mache ich mal kurz die Außenansicht. Wo war das nochmal da? Kann ein bisschen mit Gas spielen, ist schon geil gemacht. So, da sehen wir schon das Fahrwerk. Und das fahre ich jetzt ein. So, normalerweise macht man das gleich noch einen Tick früher. Und so, jetzt bin ich aber wieder in dieser Sicht. Ne? Wir fliegen jetzt ein bisschen über die Wolken. So. Und dieser Bommel in der Mitte, so, den bringen wir mal, dass wir gerade fliegen. Das ist da so circa. Genau, auf diesen Strich. Da sieht man dann Höhe. Ne? Wie Höhe man ist. Jetzt ein bisschen Steigflug. Und wenn wir genau auf dem Strich sind, da in der Mitte, dann ja, können wir so uns ein bisschen zurücklehnen und den Flug genießen, sage ich mal. Wir sehen auch, wie die Grafik halt ist, ne? Wie das Cockpit aussieht. Ich kann jetzt, wenn ich die Maus gedrückt halte, linke Maustaste, kann ich mich so langsam umschauen. Das sieht doch geil aus, ne? Oder, Freunde? Da haben wir 1000 Knöpfe und was weiß ich nicht alles. Der da unten ist bestimmt der Schleudersitz. Aber keine Ahnung. Und wenn ich jetzt hier am Gas spiele, dann seht ihr da unten links, da verändern sich die Zahlen. Also das funktioniert wirklich alles so. Das ist so, ne? Da kann man dann sehen, jetzt steht der Wert auf 100, ne? Und das ist richtig geil. Ich kann jetzt hier nicht die Knöpfe oder sowas drücken, sondern das wird jetzt wirklich mit diesen Hebeln und Knöpfen hier dann mit der Tastatur dann bedient, diese einzelnen Schalter, ne? Allerdings, wie gesagt, wenn ich meinen Hebel benutze und der sieht so ähnlich aus, fast genauso, dann sieht man, dann steuert er auch hier in dem Spiel da, ne? Das ist schon geil gemacht. Und die Schubkontrolle hier unten links, der Knüppel, der bewegt sich genauso wie meiner hier, wo ich jetzt gerade festhalte. Das ist auch so einer zum Hin- und Herziehen. Deswegen, ich wollte das erst, ne? Mit Tastatur und Maus spielen. Ich habe es dann einmal versucht und da habe ich gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist Quatsch. Da investierst du eben für so eine vernünftige Steuerung. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, Leute. Simulatoren, da müsst ihr ja vernünftig für ausgerüstet sein, sonst macht es eigentlich gar keinen Spaß und gar keinen Sinn. Weil mit einfach so Tastatur, so an, aus und sowas, ne, das kannst du vergessen, ey. Und hier ist so mit der Gassteuerung und so. Das ist schon richtig geil gemacht. Das kann man dann hinten auch sehen, ne? Wie geil ich halt den Schub steuern kann, ne?
Oder ganz aus. Dann fallen wir bestimmt bald runter. Dann kann ich hier noch... Ja, was gibt's denn noch alles? Es gibt so viel Zeug. Muss ich selber erstmal alles gucken, ne? Das Ding hier, ich glaube, das brauchen wir zum Bremsen. Und man kann noch Lichter machen. Man kann so viel Zeug machen, ey. Aber jetzt weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt auf Kurs sind, ehrlich gesagt. Gibt's noch hier diese Ansicht? Ey, das ist schon heftig, ey. Da sind wir, huhu. Hier, Spiegelung von der Sonne. Also Grafik und so, das ist schon cool. Da ist unser Held. Oh Gott, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das sieht ja auch heftig aus. Also es gibt hier sämtliche Ansichten, ne? Die gehe ich gerade mit der Tastatur durch, ne? Von 1, 2, 3, 4. Und dann, wenn ihr doppelt drauf drückt, dann verändern sich die Sichten auch. Also, ja, ist schon heftig, war geil. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob ich auf Kurs bin. Das kann man alles sehen und einstellen. Na, warte mal kurz. Bop. Den wollte ich haben. Der eine Knopf, der resettet das. Wenn ich dann so ein bisschen schräg bin oder irgendwie so ein bisschen so. Dann kann ich den einen Knopf drücken, klack, dann zentriert er sich wieder so, dass man da nicht so blöde dann irgendwie in eine falsche Position hängt. So, jetzt kann ich auch wieder vernünftig lenken, ne? Yay! Voll den Knüppel rumreißen, dann wieder zurück. Und wir sehen schon, ne, durch diese Aktion sind wir stumpf im Sinkflug gelandet. Dann müssen wir gleich wieder korrigieren, dann muss man darauf achten, auf solche Kleinigkeiten. Durch M erscheint unten links die Karte. Ich glaube, wir fliegen völlig falsch, ey. Und wenn ihr dann I drückt, dann seht ihr oben halt noch diese Zusatzinformationen. Eigentlich die, die auch da unten im Cockpit stehen würde, ne? Jetzt möchte ich aber trotzdem mal wissen, wo ich hin muss. Es gibt so eine, so eine Flughilfe, die zeigt dann an, wo man dahin fliegen muss. Ich glaube, ich bin völlig falsch, ne? Moment, sollen wir kurz wieder ein bisschen ruhig bringen, die Maschine? So, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen konzentrieren auf die Sache hier unten. Moving Map, kann ich hier hin und her ziehen? Nein, nicht erwischt. Jetzt habe ich ihn. Oh, ich bin ja völlig ab vom Kurs. Ja, da sehen wir es schon, ne? Da will ich hin, okay. Da müssen wir noch mal kurz ein bisschen korrigieren. Ich hatte das schon so im Urin gehabt. Dass das nicht ganz stimmt. Nicht ganz richtig ist, wo wir jetzt fliegen sollen. Ich gebe mal wieder ein bisschen Schub. Jetzt weiß ich aber nicht, wo mein Benzin steht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Oder mein Kerosin. Ach, da unten steht es ja, cool. Muss ich mal gucken, ob der Wert auch runtergeht. So, jetzt habe ich erstmal einen Augenblick Zeit, Kaffee zu trinken. Machen die echten Piloten ja auch. Die haben ja diese die Schläuche, da geht dann Kaffee durch, damit die dann schön Kaffee trinken können unterwegs. So, jetzt kontrollieren wir nochmal. Das ist ja schon mal grob die richtige Richtung. Mal ein bisschen dahin ziehen. So. Nicht zu doll, ne? Sonst kommt man leicht wieder ab vom Kurs. Seht ihr? Das ist schon wieder ein bisschen übertrieben, ne?
ich habe vor, in diesem Let's Play möchte ich mal die ganzen Maschinen ausprobieren. Wir fangen jetzt an mit dieser F-18, ne, mit dieser Militärmaschine. Die fliegen wir jetzt von dem einen Fort, ne, von dieser einen Militärbasis, da waren wir gerade, ne. Ich weiß, komm jetzt aber nicht auf den Namen. Der müsste, Moment, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, jetzt pausiert der, ne, oder fliegt der jetzt weiter. Das ist Navigation. Da, guck mal, wie wir geflogen sind. Wir sind so eben rumgeflogen. Da muss ich natürlich wieder volle Kanne korrigieren. Oh nein. Fort Beatvale. Und unser Ziel ist, Freunde. Oh Gott, ist das noch weit. Area 51. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Starten ging ja. Wir haben es überlebt. Das Landen, keine Ahnung, wird mein erstes Landen werden. Und, ups, wir wollen jetzt auf jeden Fall Gas geben, dass wir da hinkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man schneller fliegt, je höher man ist. Ist das so? Müssen wir mal probieren, wir gewinnen einfach mal in Höhe. Ich muss ja wirklich ein bisschen jetzt aufholen. Ich habe ja ein bisschen zu lange, bin ich in der falschen Richtung geflogen. Und da sehen wir schon, wie die Höhe steigt, die steigt, die steigt, die steigt. So, hier ist der längste Strich, das heißt wieder, dass wir, ne, parallel sind zur Erde. Also wir sind gerade dann, ne? So, und dann können wir noch mal ein bisschen schauen, wie es hier aussieht. Das sieht ja noch genauer aus. Da kann man das ja noch besser sehen. Auch die Windanzeigen. Ja, doch ganz schön schnell, ne? Wir sind doch sehr hoch. Wir fliegen über die Wüste von Nevada zum geheimen Militärstützpunkt Area 51, Freunde. So sehen wir von draußen aus. Das ist ganz schön laut, mir fliegen gerade die Ohren weg von dem Düsenaggregat. So sieht die Außenansicht aus, schon cool. Aber ist doch ganz schön schnell, ne? Gemacht. Da bin ich auch glatt sprachlos. Schon ganz schön detailreich, ne? Und wie gesagt, von den Flugeigenschaften mit Tastatur und Maus oder sowas, das könnt ihr alles vergessen. Ey. Oder hier Joypad ist auch noch scheiße. Immer so ein Flugstick und so vernünftig. Rüstet euch dafür vernünftig aus. Sonst macht es ja auch nur halt Spaß, wenn wirklich so, ne? Und so fühlt man sich denn richtig so der Reine in das Spiel. Mit vernünftigen Knüppel da in der Hand, hätte ich fast gesagt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir schon sind. Ja, doch ein gutes Stück gekommen, ne? Kurs etc. ist auch noch korrekt. Hoffe ich aber, dass das auch mit dem Tank reicht. Die Zeit, die bewegt sich ja, aber ich glaube, der Tank, ich glaube, das ist egal. Ich glaube, wir haben unendlich, unendlich Kerosin geladen. Ich bin mir aber unsicher. Also nicht sauer sein, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ist mein erster Flug, wie gesagt, und wir testen ja alles. Aber da steht safe, das ist doch schon mal gut. Thank you.
Noch ein bisschen Kaffee dran, jo. Muss man sich auf der langen Reise gönnen, ne? Wir werden natürlich noch wirklich viel ausprobieren. Mit Loopings fliegen und so weiter und so fort. Aber in dieser ersten Runde möchte ich erstmal ja, die Grundfunktion jetzt. Ich möchte versuchen, lebendig anzukommen. Das ist jetzt mein Hauptziel. Und wie gesagt, wir haben jetzt das erste Flugzeug. Fliegen wir jetzt von 16. Da haben wir also noch was vor. Und ich werde mir die dann noch einmal anschauen, ob das jetzt ein Segelflugzeug ist oder halt diese Cessna-Propeller-Dinger da, ne? Mal gucken. Da können wir dann auch ein paar Kunststücke mitfliegen. Kaffee muss immer sein. Ich stelle mir gerade vor, wenn die Hose kneift oder was weiß ich was, wisst ihr, wie ich meine? Weil ich bin eben auch ein paar Mal so aufgestanden so und dann sitzt ja alles so blöde hier. Wie machen das denn die Piloten, ne? Die haben ja kaum Platz da, ne? So, wir gucken noch mal kurz auf Karte. Das sieht das schon mal gut aus. Ja, man kann wirklich viel auswählen. Hier sind überall Landebahn oder Startbahn und man kann aber auch direkt in der Luft anfangen. Das kann man alles einstellen. Ob ihr jetzt wirklich starten möchtet, ne, von der Landebahn von Anfang an, so wie ich das jetzt gemacht habe, oder direkt schon irgendwo in der Luft anfangen, ne, oder welche Höhe ihr startet, das kann man alles einstellen. Oder rechts waren, glaube ich, eben die Dinger. Da rechts, guck mal, da rechts. Jetzt seht ihr das in der Luft da? Das ist diese Flughilfe, diese Navigation. Mein Navigationsgerät ist das. Das zeigt mir, die Dinger habe ich eben gesucht. Und dann braucht ihr die Karte jetzt nicht. So, das ist diese Spur hier. Das wird gerade rechts angezeigt. Damit man auch mal auf Kurs ist, ne, zeigt einem der Computer halt, es ist halt wie Navi, ne? Das zeigt dann an, ja, diese Straße, das ist ja so eine Luftstraße jetzt, ne? Da müsst ihr dann lang. Gut, dann werde ich da jetzt mal drauf Kurs nehmen. Da kommen wir sowieso gleich direkt drauf zu, ne? Da ist es schon. Ich kann noch mal ein bisschen näher, da kommen diese Pünktchen. Ja, wir wollen nicht übertreiben, das geht sehr schnell immer, ne? So ein kleiner Ruck am Hebel, ne? Der kann halt schon ganz schön rauswerfen. Mann, aber der Kloß im Hals. Wo ist mein Navi jetzt? Da rechts. Da rechts schweben die Dinger, seht ihr das? Wir sind aber schräg, so. Also ich kollidiere gleich mit dieser Navi-Spur da. Ist ein bisschen unter mir, ne? Ich muss mal ein bisschen runter. Der zeigt mir dann auch gleich wohl die optimale Flughöhe an, anscheinend. Spekuliere ich jetzt einfach mal drauf. Der sind wir ein Tick hoch, aber ich war schon richtig gut. Also dafür, dass ich keine Ahnung habe. Und das fühlt sich auch toll an hier. Oh, guck mal hier, da sind wir schon ganz schräg. Da kommt dann die Navi-Spur, kommt jetzt hier und wir müssen korrigieren. Das sehen wir schon gleich. Ne? Sonst kommen wir nämlich nicht an. Und da könnt ihr auch als Aufgabe dann zum Beispiel versuchen, ne? Durch diese Navi-Kästchen, das ist ja nur eine Grafik, da passiert ja nichts, wenn ich da jetzt gegenfliege oder so, dadurch direkt Kurs zu halten da drinnen, ne? Und so kommen wir sicher ans Ziel an. Muss mal kurz selber schauen, ob ich das jetzt gerade habe. Er ist nicht leicht, ne? Da seht ihr, wie schnell sich das wieder verändert. Schon bin ich wieder raus aus dem Kasten, ne? Durch dieses kleine Rumzippeln. Ist aber noch nicht schlimm. Aber das ist wirklich mega Training, ne? Wenn ihr das da versucht, immer in den Kästchen zu bleiben, ne? Das auch so hinzukriegen, ne? Guck mal, jetzt muss ich gleich langsam wohl wieder gegensteuern. Aber der benötigt ja auch ein bisschen Zeit, ne? Und wenn man dann ganz doll rumruckelt, ne? Ja, dann fliegt man da so schnell durchs Kästchen, wie ich das jetzt gerade vorgemacht habe. So, gleich wieder korrigieren. Ist schon in Ordnung so. Mal kurz gucken. So, jetzt sind wir, glaube ich, auf gerader Linie, ne? Das sieht doch gut aus. Area 50 wollen wir kommen. Das ist doch eine ganz schöne Tour, ne? Sieht doch schick aus, die Gegend unten. Das ist ja alles hier so von
Ja, Satellitenfotos ist das ja, glaube ich, übernommen, so von, keine Ahnung, Google Maps oder sowas. Also das sind wirklich die realen Karten, das ist keine. Da ist keine inszenierte Sache da oder sowas, also nichts hier selbst gebastelt. Das sind wirklich so Satellitenbilder und wenn man da unten jetzt irgendwo wohnen würde, könnte man sich vielleicht auch besuchen, ich weiß es nicht. Können wir wahrscheinlich alles nochmal testen. Guck mal, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen weiter ab vom Kurs, oder? Hauptsache, wir sehen diese Schnur noch hier, diese Bahn, damit ich auch immer auf dem Kurs bleibe, ne? Das sieht ja meilenweit entfernt jetzt auf einmal aus, ne? Aber es geht noch, wir sind noch dran. Und dann sind wir auch schon bald da. Kann man ein bisschen die Gebäude und sowas ausspionieren, ne? Ein bisschen Erkundungsflug machen. Und links sehen wir schon irgendwelche Gebäude. Da ist wieder so ein Salzsee oder sowas. Das ist schon die richtige Gegend, wo wir jetzt sind, ne? Und dann werden wir mal gucken, ob wir landen können. Ich weiß es nicht. Ich hab da ja jetzt schon Bammel vor. Also der Brenner ist wirklich gut, ey. Da fliegen mir die Ohren weg hier. So ist angenehmer. Sehr schön gelenkig, ne? Entweder rüber zu diesen Pünktchen da, zu meiner Navi-Schnur oder wie man das nennt, Navi-Straße, Flugstraße. Oh, da hinten seht ihr, da geht's schon runter. Uiuiui, ich hasse es. Das ist unglaublich schwer. Man muss ja auch relativ gerade kommen, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn ich auf dem Gras lande, dann ist das halt so. Freunde, wir sind gleich da. Wir werden es hoffentlich überleben. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wo mein Schleudersitzknopf ist, ehrlich gesagt. Aber wir werden gemeinsam dann abstürzen, ne? Ich muss ja auch sehen, dass das Fahrwerk rausgefahren wird. Das könnte ich eigentlich schon mal gleich mal testen, wa? Sagt die Karte. Oh, da ist schon die Landebahn. Uiuiuiuiui. Wie lange fliege ich jetzt? Oh, schon 28 Minuten Flugzeit. Alter Schwede. Okay, 20 Minuten. Ich glaube, 8 Minuten habe ich das Menü erklärt. Also, das sind wirklich doch ganz schöne Flugzeiten, die man hier hat, ne? Da habe ich mir auch gleich ein gutes Ziel ausgesucht. Ja, und der geht jetzt schon. Das sieht zwar noch weit aus, aber so weit ist es gar nicht mehr. Der geht jetzt schon so langsam runter. Seht ihr das? Das ist jetzt schon so ein bisschen Landeanflug. Wir müssen uns mal anpassen, korrigieren. Ich muss mal kurz gucken, ob mein Fahrwerk ausfährt. Ganz kurz. Uiuiui, es funktioniert sogar. Wunderbar. Das war das Fahrwerk. Ich muss ein bisschen spielen hier. Dann gab es irgendwo noch. Genau, das ist hier eine Luftbremse oder was ist das? Er macht natürlich keinen Sinn, wenn ich voll Schub habe und so, ne? Jedenfalls müssen wir das gleich wo anwenden. Die normale Bremse weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal kurz in die Steuerung gucken. Primär Radbremse, das Ding brauchen wir bestimmt, ne? Eine Radbremse habe ich sogar auf Button 9. Ah, da habe ich hier Knöpfe, ey. Button 9, das ist die Bremse. Luftbremse raus. Das ist das Fahrwerk und das hier ist die Bremse. Muss ich mir mal merken, ey Gott.
Jetzt müssen wir aber langsam mal wieder zu den Dingern da kommen, ne? Weil die zeigen uns ja wirklich den Weg, glaube ich, direkt zur Landebahn so runter, ne? Und wenn wir denn jetzt schon schräg zur Landebahn sind, ist das natürlich nicht so gut. Wo sind sie denn? Ah, da oben. Ich wollte gerade meine. Ich habe die eben nicht gesehen. Ich habe Panik. Oh, ich kann ja den Joy-Knüppel hier, den kann ich ja sogar noch so hindrehen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Hier, da, jetzt macht die Schnauze hin und her. Leute, muss ich gar nicht. So viel Hebel und Schalter hier, ey. Ist voll geil, das Teil. Hat nicht mal viel gekostet. Ich glaube, 40 Euro oder so. Aber ganz schön groß, das Teil. Und das sitzt stabil, also kann ich nur empfehlen. Ist richtig Hammer. Hat auch eine gute Bewertung gekriegt, dieser Joystick hier. Ich fliege immer noch mit Vollgas. Weil besser ist, ne? Aber wir sind langsam im Sinkflug, so kann ich das gleich lassen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege, ey. Uiuiuiuiuiui. Ja, starten und so geht ja noch leicht. Und das Fliegen an sich sowieso. Jetzt so hoch, wie ich jetzt bin, da passiert ja kaum was, ne? Aber das Landen, das ist immer das Scheiß. Und dann kann man auch noch Turbulenzen einstellen und so. Wir haben jetzt ja optimale Bedingungen sozusagen, ne? Wir haben wunderbares Wetter, die Sonne scheint, wir haben keinen Nebel oder so, kein Gewitter, kein Regen, ne? Und hier kann man ja eine Menge noch einstellen. Aber für mich als Anfänger, ne, fliegen wir natürlich erstmal nur an guten Tagen. Die werden wir aber dann noch richtig gewahr werden, die bösen Tage. Ich mache natürlich auch noch einen Flug durch schlechtes Wetter und so, um das alles mal anzuschauen. Ich glaube, das Navi kann man auch irgendwie jetzt ausstellen, die Dinger, wenn einer das so nervt oder so. Aber ich habe es jetzt halt angemacht, die Navigation. Na, wenn ihr da euch vielleicht nur per Karte irgendwie so orientieren wollt oder so, oder einfach nur freie Schnauze, ne, kann man das bestimmt auch machen. Aber für mich sind diese Navi-Punkte jetzt gar nicht mal schlecht. Da merkt man auch ganz schnell, dass man dann mal vom Kurs runterkommt, ne? Ja, Mensch, manchmal, wenn ich dir nichts sage, so, dann muss ich mich kurzfristig konzentrieren. Weil wenn man dann total verzogen ist und sowas, ne, kurz vor der Landebahn, ist natürlich nicht so gut, denke ich mal. Ich will das mal kurz ein bisschen gerade kriegen hier alles, ne. Soll einfach nur gerade sein. Jetzt ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt kommen wir schon langsam in die Wolkenhöhe. Na, seht ihr das? Jetzt mal kurz gucken. Das noch nicht so richtig einschätzen, wie weit das jetzt noch ist. Das ist fies, das ist gemein. Gerade diese Wolke hier, das ist ja scheiße. Wenn da jetzt ein Berg ist oder sowas, dann bin ich ja dran, ey. Oh, danke, dass du weggegangen bist, du alle Wolke. Landebahn, die muss da irgendwo sein. Ich fahre schon mal das Fahrwerk raus. Und jetzt ziehe ich noch mal ein bisschen hoch. Das ist mir zu tief. Ach, da rechts ist sie. Meine Güte. Scheiße, wieso bin ich so weit weg vom Kurs? Hallo? Oh.
Jetzt geht gleichzeitig vom Gas runter. Der Landeanflug, der fängt jetzt wohl an, ab den Grünen. Ich war doch die ganze Zeit in den Kästchen, oder nicht? Heidewitzka. Da könnt ihr mal sehen, wie schnell das passiert, ey. Wie schnell man vom Kurs abkommt. So, jetzt habe ich natürlich, ich bin vom Gas gegangen. Ui, und jetzt darf ich nicht mehr so viel rumzuckeln hier. Ich glaube, wir sind hier ganz gut. Ist hier die Landebahn jetzt da rechts oder muss ich jetzt diesem Pünktchen folgen? Ich bin gerade irritiert. Moment mal, da ist die doch, oder nicht? Hallo? Nee, die. Wo zeigen die denn die Pünktchen hin? Ich folge mal dem Pünktchen jetzt, ja? Aber da rechts ist doch die Landebahn, oder nicht? Vielleicht habe ich ja nur eine Freigabe auf die hier gekriegt. Falls da noch eine kommt, hallo? Also, und rechts ist jetzt eine. Oh, shit. Nee, wir haben eine andere Landebahn. Das führt direkt zu dieser Landebahn hin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, das wird doch nix. Mist, 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 brems, 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 brems. Brems, brems, brems. Die geht doch bestimmt nicht mehr lange, oder? Scheiße, ich bin noch zu weit raus. Oh, halt, halt, halt. Ganz langsam, ganz langsam. Kein Schlingern anfangen, kein Schlingern anfangen. Bremsen, ich bremse, ich bremse, ich bremse, ich bremse. Alter, wir haben es geschafft, ey. Und ich habe die ganze Zeit das Ding auch hoch gemacht. Hier, ich drücke die ganze Zeit diesen Knopf. Den muss man gedrückt halten, ne? Alter, das war meine erste Tour, ey. Boah. Ich bin aber ins Schlingern gekommen. Aber wir liegen noch. Absolut gefährlich, sowas, ne? Und wenn dann noch so Seitenwinde und sowas sind, ne? Die hauen einen da so weg. Aber gut. Ich stehe auch nicht optimal, ist klar, ne? Aber wir sind noch auf dieser Landebahn drauf, ne? Und wir haben es überlebt, Freunde. So, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und lasst euch überraschen, welches Flugzeug wir als nächstes nehmen. Ich freue mich auf euch.